Die Kirche der Neuzeit, also die Kirche nach der Reformation, etwa ab dem 17. Jahrhundert, begreift sich dezidiert als Staat, als sogenannte Societas Perfecta. Societas Perfecta, supernaturalis, übernatürliche, perfekte Gesellschaft. Das ist nicht die Gesellschaft der Perfekten, sondern das ist eine Gesellschaft, die alles, was sie zu ihrer Existenz benötigt, aus sich selbst heraus zur Verfügung hat. Das heißt, die Autarkie, die Selbstreferenz ist für die katholische Kirche bis ins 20. Jahrhundert hinein ein ganz hoher Wert gewesen. Das Spitzenprodukt in der lehramtlichen Geschichte, in der Glaubensgeschichte dieser Vorstellung ist die Unfehlbarkeit des Papstes. Also, dass der Papst zu Glaubens- und Sittendingen, wenn er ex cathedra lehrt, diese Sätze, die unfehlbaren Charakter haben, exsese non ex consenso ecclesiae, also sich heraus und nicht aus der Zustimmung der Kirche heraus propagieren kann, vorlegen kann. Das richtet sich gegen französischen Gallikanismus, aber das ist so eine Selbstreferenz, die hier sichtbar ist. In der Selbstreferenz steckt eine Versuchung. Es steckt nämlich die Versuchung zu sagen, wir haben etwas, was die anderen benötigen, aber wir sind nicht von dem betroffen, was die anderen benötigen. Das heißt, in der Selbstreferenz liegt eine bestimmte Heilsökonomie, die die Heilsökonomie darauf abstellt, dass man selbst unverzichtbar ist für den Rest der Welt, dass Kirche unverzichtbar ist für den Rest der Welt, aber das, was in der Welt geschieht, für die Kirche verzichtbar ist. Und das stärkt einen Vorgang, der mir für die Nachhaltigkeitsproblematik signifikant zu sein scheint, dass man sich nämlich nicht identifizieren muss. Also wenn das vorherige stimmt, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was Identifizierungsvorgänge benötigt, damit man überhaupt sich zu diesem Problem positiv stellen kann und daran arbeiten kann, dann muss man aus der Selbstreferenz herauskommen. Und das ist der katholischen Kirche erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelungen. Und da bezeichnenderweise gleich so, dass sie mit einem Male als Weltkirche, als Global Player wahrgenommen wurde, als eine Religionsgemeinschaft, die tatsächlich etwas zu Menschheitsfragen beizutragen hat. Sie hat sie abhängig gemacht von anderen. Und dieser Sprung über die Selbstbezüglichkeit hinaus, bedeutet natürlich, den eigenen Glauben auf etwas zu beziehen, das man selber nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist ein prekärer Vorgang. Das liegt, glaube ich, daran, dass religiöse Positionen ja mit außerordentlichen Größen verbunden sind. Also wir gehen davon aus, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Also sozusagen, wir gehen von der direkten Erfahrbarkeit Gottes aus. Das heißt, religiöse Positionen neigen dazu, sich von sich her zu begreifen, weil sich von sich her zu begreifen etwas generiert, was man unbedingt braucht, um diese Position unter die Leute zu bringen, nämlich Macht. Das heißt, Religionsgemeinschaften haben sozusagen ein Machtgehen. Das hat jede Religionsgemeinschaft. Im Fundamentalismus der religiösen Gemeinschaften kann man das auch wahrnehmen. Das gibt es auch in der katholischen Kirche. Die Nachhaltigkeitsfragen stellen sich allerdings nicht über Machtfragen ein, sondern über Ohnmachtsrealität. Und meine Frage ist jetzt, wie kommt man angesichts des Habitus auf Macht zu gehen, Selbstreferenz, dass man sich nicht abhängig macht von anderen, wie kommt man an diese Ohnmachtsrealitäten heran? Dadurch, dass man die eigene Neigung, sich selbst zu erhöhen, in Frage stellt. Das heißt, die Relativierung, die mit der Nachhaltigkeit in die Kirche reinkommt, ist die Relativierung, die eine Selbstrelativierung darstellt. Und das ist eine nachhaltige spirituelle Ressource. Ich lasse mich von anderen so sehr betreffen, dass ich nicht bei dem stehen bleiben kann, was ich bisher für selbstverständlich gehalten habe. Das ist allerdings nach meiner Lesart ein elementarer Glaubensvorgang, zumindest des christlichen Glaubens, der ja in der Botschaft Jesu mit der Umkehr verbunden ist. Es ist ein hoher Anspruch, weil es der Anspruch ist, eine Größe zu sein, die anderen ausgesetzt ist. Also es heißt ja, die Kirche sei Zeichen und Werkzeug für die Einheit mit Gott, wie für die Einheit der Menschen untereinander. Das heißt aber nicht, dass ohne die Kirche keine Einheit mit Gott herzustellen ist und die Menschen untereinander nicht verbunden sind.
Deswegen ist diese Sakramentsstelle genau die Stelle, wo es heißt, die Kirche sei so etwas wie ein Sakrament, gleichsam Sakrament. Sie ist nicht das Ursakrament, sondern sie ist sowas wie ein Sakrament und dann kommt eine Aufgabenbeschreibung. Und diese Aufgabenbeschreibung relativiert die Kirche, die vorher davon ausging, sie sei vera religio. Ihre Heilsökonomie ist die Conditio sine qua non für das Heil in dieser Welt. Und an dieser Stelle heißt es ja gerade, Christus ist das Licht der Völker. Und da muss man auch lesen, was da nicht steht. Christus ist das Licht der Völker und nicht die Kirche ist das Licht der Völker. Das heißt sogar, die Kirche, von der Kirche, von ihrem Antlitz scheint das Licht Christi wieder. Aber wenn dieses Antlitz verdunkelt ist, dann scheint da nichts wieder. Was nicht heißt, dass das Antlitz, dass das Licht nicht woanders zu finden ist. Von daher ist gerade diese Stelle, die häufig verwendet wird, um die Bedeutung von Kirche herauszustellen, eine Stelle, in der die Kirche erfahren hat und belegt hat, dass sie ihre Bedeutsamkeit von Dingen abhängig macht, an denen sie gemessen werden muss. Und das heißt, sie relativiert sich selbst. Im Grunde ist sie eine Ohnmachtsrealität geworden durch diese Sakramente. Die Kirche, die sich als übernatürlicher Staat begriffen hat, assoziiert das perfekte Supernaturales, ist einem Utopos gefolgt. Sie ist dem Utopos gefolgt, dass sie alles, was sie aus sich heraus, was sie benötigt, aus sich selbst heraus zur Verfügung hat. Das ist eine Utopie, die zusammengebrochen ist. Elementare Bereiche der Kirche können von der Kirche gar nicht kontrolliert werden. Also Jesus ist zum Beispiel kein Christ, er ist Jude, ist mittlerweile fast eine Banalität, das zu sagen. Das heißt aber, er ist gerade ein Mitglied einer anderen Religionsgemeinschaft. Und so fort, könnte man in vielerlei Hinsicht weiterfahren. Das heißt, dieses utopische Verhältnis zu sich selbst, dass es letztlich auf einen selbst ankommt, das hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr bewährt. Und das Zweite Vatikanum zieht die Konsequenz. In diesen Adaptionsvorgängen, dass man begreift, dass die Kirche abhängig ist von Größen, die ihr von außen gegeben werden, geschenkt werden oder denen sie ausgesetzt ist. In diesen Adaptionsvorgängen steckt die katholische Kirche. Und in diesem Adaptionsvorgang wird sie manches hinter sich lassen müssen, was ihr lieb und teuer geworden ist. Aber sie wird anderes entdecken, was sie überhaupt erst zu einer Größe macht, die für andere glaubwürdig wird.